Herr Fanny, es ist Abraham zurück auf meinem Kanal hier unter Abo zockt und es ist wieder soweit. Es gibt meinen monatlichen Bericht zu dem, was im Juli bei mir alles so auf meinem Kanal passiert. Ich beginne mit den Neuerungen auf meinem Kanal. Ihr habt es mit Sicherheit schon gesehen. Bei manchen Videos gibt es jetzt eine neue Intro. Ich habe euch das versprochen. Es wird nicht bei allen Videos aktuell umgesetzt werden können. Ich habe noch Bestandsvideos mit dem alten Intro gedreht und die werde ich auch noch für euch weiterhin posten, aber sukzessive werden dann diese durch die neuen Intros ersetzt werden. Von daher wünsche ich euch erstmal schon mal viel Spaß. Ihr könnt auch gerne dazu mir Informationen, wie soll ich sagen, ihr könnt mir auch gerne darüber benachrichtigen, schreibt auch gerne was hier in dem Kommentar fällt hier unter diesem Video. Da würde mich natürlich immer interessieren, was ihr auch von meinen monatlichen Ausblicken haltet. Ich werde diese monatlichen Ausblicke auch jetzt nochmal erweitern. Und zwar nicht nur mit dem, was gibt es Neues auf meinem Kanal oder was habe ich gemacht und was läuft im nächsten Monat auf meinem Kanal, werde ich euch auch immer noch ein paar Fun Facts nennen zu den Spielen, die es gerade gibt. Und ich werde auch versuchen, Easter Eggs mehr für euch zu produzieren, die ich da monatlich veröffentliche. Und es wird weiterhin wieder ein Team abgeben mit meinem Kumpel Arenos. Und da freue ich mich immer ganz besonders drauf. Und damit starten wir erst einmal durch. Wie schon erwähnt, ich habe wieder zwei Videos für euch, beziehungsweise zwei Kategorien, also einmal wöchentliche Let's Plays, die ich immer wieder jede Woche frisch produziere. Dazu gehört Red Dead Redemption 2. Ich bin immer noch im zweiten Kapitel, bin aber schon eine Ecke weitergekommen und ihr werdet dann im nächsten Monat den Trapper kennenlernen. Der Trapper hat etwas Besonderes, denn bei diesem Trapper kann man nicht nur einkaufen, sondern ihr könnt auch eure Hehler gut loswerden und ihr könnt dann den Dietrich kaufen. Wie der Dietrich funktioniert, Einweg-Dietrich ist oder Mehrfach-Dietrich, das werde ich noch rausbekommen oder erfahren, erspielen, wie sich das Ganze gehört. Ich habe schon mal einen gekauft. Reingefallen bin ich bei der ganzen Sache an der Stelle, wo ich doch einem geholfen habe, sein Leben zu retten und die Postkutschenüberfall zu verhindern. Und dann sagt, hey, du kannst alles haben, was in meiner Truhe ist. Ich gehe da zur Truhe hin und musste feststellen, ohne Dietrich kriege ich diese nicht auf. Also, Red Dead Redemption 2, immer noch Kapitel 2. Ich bin dabei und ich habe noch nicht aufgegeben. Es geht natürlich weiter mit Genshin Impact. Ich weiß, ich bin noch nicht im neuen Update, aber mit meinen wöchentlichen, stündlichen Videos, die ich mache, und die sind rein storybasierend. Das heißt, ich gehe nur die Story durch, nicht das Grinding, was dahinter steckt. Bin ich dann schon eine Insel weitergekommen. Also seid gespannt, schaut das Ganze an. Es wird auch weiterhin für euch die monatlichen Codes geben, wo ihr Primo Gems und ähnliches bekommen könnt. Das findet ihr immer in der Videobeschreibung, passend zu dem Video des Monats. So, was gibt es noch? Ich habe drei Walkthroughs für euch, an denen ich am Arbeiten bin, beziehungsweise die schon fertig sind. Darf ich einen ankündigen, nämlich A Plague Tale Innocence. Das wird euch ganz besonders freuen, mir persönlich. Und jetzt sind wir auch schon bei einem neuen Bereich, den ich am Anfang vorgestellt habe. Mir persönlich hat es richtig viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen, weil es eine ganz tolle Geschichte ist. Ich werde hier zu der Geschichte nicht spoilern. Bitte schaut euch die Videos an und lasst euch überraschen. Vor allen Dingen, es gibt dazu auch eine Fortsetzung. Also es lohnt sich, das Ganze mal anzutesten. Es ist vom Typ her eher ein Schleichspiel. Mir persönlich hat es unglaublich viel Spaß gemacht, das hört ihr auch schon. Und hier für euch auch noch mal so zwei Sachen, die ich aus diesem Spiel schon mal mitgenommen habe. Das eine ist ein Fun Fact. Es gibt nur ein Ende. Also ich wurde schon mal gefragt, hat Plague Tale Innocence mehrere Enden? Es gibt nur ein Ende, das habe ich erspielt. Da kann man auch nicht wirklich viel abweichen. Von daher wird es dann auch keine zwei Enden bei meinen Videos geben. Und es gibt kein Achievement, in dem ihr durch das Spiel durchkommt, ohne irgendeine Person umzubringen. Ich habe es probiert, es funktioniert nicht. Ja, also es gibt einfach Stellen, wo es in den Kampfmodus geht. Das eine schon bei den Bosskämpfen kommt ihr nicht daran vorbei. Und von daher gibt es dafür auch keinen Erfolg. Also das sind die beiden Sachen, die ich euch mal sagen wollte. Und jetzt kommt was richtig Interessantes für euch. Ich persönlich habe es beim Spielen verpasst,
aber wenn ihr ein wachsames Auge habt, ich habe für euch ein Easter Egg hier drin versteckt in dem Spiel, nämlich in Kapitel 6, das wird also im nächsten Monat erscheinen bei mir im Video, findet ihr in der Minute 6 Minuten und 15 Sekunden den Ring der Herr der Ringe, also den einen, um sie alle zu knechten. Wenn ihr diesen Ring aufhebt, seht ihr auch die Inschrift und auch eine kleine Beschreibung dazu. Das habe ich nicht gemacht, aber ich gehe an dem Tisch vorbei. Also denkt dran, 6 Minuten 15, ein Easter Egg aus dem Spiel. Da dürft ihr mir gerne auch einen Kommentar zu dem Spiel, also auch in dem Kapitel schreiben, ob ihr dann das selber gefunden habt beim Durchspielen, ob ihr das mal genauer angeschaut habt. Vielleicht hier auch in diesem Video findet ihr mein Facebook und mein Twitter-Account. Also ihr dürft mir auch direkt was über Twitter tweeten, ihr dürft mir auch ein Video schicken, könnt auch direkt mit mir Kontakt aufnehmen, kein Problem. Ich bin gespannt, ob ihr in euren Let's Plays das sozusagen gefunden habt. Überrascht mich und ob euch das auch als Easter Egg gefällt. Also wie gesagt, Kapitel 6 bei 6 Minuten 15, da seht ihr den Tisch auf der rechten Seite, da liegt der Ring, man sieht ihn. Also ich habe mir das Video nochmal angeguckt und ich war echt schockiert, weil ich bin so dicht dran an diesem Easter Egg gewesen und einfach dran vorbeigegangen. Also das zu dem Teil A Plague Tale: Innocence, ein Spiel, das ich euch auf jeden Fall empfehlen würde. Dann, was gibt es noch? Ja, den Healer habe ich schon erwähnt bei Red Dead Redemption. Ich werde im nächsten Monat auch nochmal anfangen mit einem Klassiker. Das heißt, ihr findet bei mir nicht nur aktuelle Spiele, sondern auch ab und zu ein paar Klassiker. Einer davon ist Transformers Fall of Cybertron. Ihr werdet die erste Episode im nächsten Monat sehen. Es geht dann im August dementsprechend weiter. Viel Spaß! Ich gucke auch nochmal, ob ich dann im nächsten Monats Review für euch nochmal ein paar Fun Facts habe oder vielleicht sogar ein Easter Egg. Wie versprochen, ich werde dieses Video jetzt immer für euch immer so ein bisschen erweitern und mit ein paar Zusatzinformationen unterfüttern. So, und natürlich geht es weiter mit Assassin's Creed Valhalla, der Zorn der Druiden. Ja, also Assassin's Creed ist für mich einfach ein unendliches Grab der Videos. Ihr habt das ja schon gesehen, ich habe keine Ahnung wie viele tausend Videos, aber ich persönlich finde es so von meiner Aufteilung her ganz gut, weil ihr könnt gezielt nach einzelnen Rüstungsteilen suchen. Es gibt zu jedem Rüstungsteil ein einzelnes Video. Ich habe die ganzen Bugs, habe ich auch festgehalten, die ich gefunden habe, auch dem einen mit den drei Hirschgeweinen und auch mit der Sängergruppe. Da habe ich sehr viel Response von euch bekommen. Vielen Dank dafür nochmal, dass ihr das auch euch angesehen hat und euch auch gefallen hat, ja, das war richtig gut gesagt, also das sind die Walkthroughs. Dann, es gibt nächstes Mal wieder ein Special, den werde ich auch relativ früh am Anfang des Monats für euch präsentieren können, denn tatsächlich bin ich wieder mit Arenos unterwegs gewesen, meinem Kumpel, und wir haben We Were Here gespielt. Und da das Coole, ihr habt in diesem Monat, also im Juni, ja schon gesehen, wie wir das gespielt haben. Ich war der Explorer, er war der Bibliothekar. Im nächsten Video wechseln die beiden die Rollen. Ich bin dann der Bibliothekar, er der Explorer. Ich kann euch dabei nur viel Spaß wünschen. Wir hatten ihn gehabt. Ich weiß auch dann, dass jetzt in meinem Freundschaftskreis die Leute aufgrund des ersten Videos angefangen haben, dieses coole Spiel noch einmal auszutesten. Es ist ein fantastisches Koop-Spiel, vor allen Dingen, weil man, und bitte nicht cheaten, das habe ich auch schon gesehen, sitzen die beiden nebeneinander. Das ist natürlich Cheat, da kann ich einfach rechts über den Monitor rüberschauen und gucken, was da drin ist. Nein, es geht einfach darum, ihr wisst nicht, was der andere sieht und ihr müsst es beschreiben. Und das macht irre viel Spaß. Und vor allen Dingen, der Titel We Were Here ist aktuell und glaube ich eigentlich schon die ganze Zeit schon kostenlos bei Steam zu kriegen. Also, schlag zu, schaut euch das Ganze an. Ich werde mit Arenos dann auch den Nachfolgeteil kaufen. Den habe ich schon gekauft. Das heißt, den gibt es nicht kostenlos. We Were Here 2. Den werden wir auch anspielen. Ich weiß allerdings nicht, wann ich es schaffen werde, den für euch zu schneiden. Ob das noch im Juli erfolgt oder erst im August. Es gibt dann wieder mehrere Parts, aber wir müssen es erstmal reinarbeiten. Und von da würde ich sagen, ja, lasst euch überraschen bei dem zweiten Teil. Aber für euch gibt es erstmal den Abschluss. Abo als Bibliothekar. Viel Spaß! So, damit habe ich dann auch schon die Specials genannt. Achso, von der Plague Tale: Innocence als Specials gibt es die drei Bosskämpfe nochmal als Erklärung für euch, wo ich Schritt für Schritt darauf eingehe, was ihr machen könnt, wie ihr die Bosse gut legen könnt, worauf ihr zu achten habt. Genau, das waren die drei Specials. Ja, die Easter Eggs habe ich euch schon genannt.
Ja, und damit würde ich einfach mal sagen, ja, schön, dass ihr hier auf meinem Kanal seid. Ich hoffe, ihr habt hier weiterhin Spaß. Ich werde meine monatliche Vorblick oder meine Vorschau oder mit dem, was auf meinem Kanal abgeht, immer ein bisschen erweitern. Wenn euch das Ganze gefällt, bitte schreibt einen Kommentar, auch mit den Fun Facts und den Easter Eggs, dass ich da so ein bisschen was mit reinbringe. Und ich würde einfach mal sagen, ja, have fun, euer Aburam. Denkt daran, wenn ihr auf diese Seite geht, das kann ich jetzt endlich mal hier machen, hier, da ist mein Abo-Knopf, ihr dürft mich gerne abonnieren. Ihr findet auch oben in meinem Banner die Links zu Twitter und Facebook, das heißt, wenn ihr mal was sehen wollt, meine Ankündigung, ich habe YouTube-Snips. Man kann jetzt mit YouTube sozusagen aus großen Videos einzelne Teile rausholen. Da kann ich auf dem Laufen halten, weil da werde ich immer wieder Easter Eggs posten. Und ja, ich bin halt noch am Überlegen, nochmal ein Spiel zu sein, Add-on zu holen mit dem berühmtesten Postzusteller. Da mache ich vielleicht mal eine Umfrage zu dem Thema auf Twitter. Und ich werde euch gleich erklären, worum es geht. So, Entschuldigung, da musste ich noch mal kurz recherchieren, das ist mir gar nicht eingefallen, aber ich bin ehrlich. Death Stranding, davon gibt es einen Director's Cut mit zusätzlichem Material. Ich stelle euch die Umfrage, möchtet ihr das einmal sehen? Ich persönlich, ich habe Death Stranding schon einmal komplett durchgespielt. Bei dem Director's Cut gibt es einen neuen zusätzlichen Bereich, den man erarbeiten kann. Und das Besondere dabei ist, dass es zwischendurch auch noch Zusatzmissionen gibt. Heißt für mich und für euch, wenn ihr das möchtet, wie gesagt, ich starte die Umfrage, dann müsste ich das ganze Spiel noch einmal durchspielen. Mir persönlich hat es viel Spaß gemacht, ich bin gespannt. Also wie gesagt, Death Stranding, Director's Cut. Frage, möchtet ihr das gerne einmal sehen? Würdet ihr das interessant finden, wie das aussieht? Ja, nein? Schreibt mir dazu bitte einen Kommentar oder nimmt an der Abstimmung teil, die ich dann auf Twitter starten werde. Und ja, das war schon. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Das ist das zweite Mal, dass ich übrigens mich verabschiede. Da kann ich nur sagen, have fun, euer Aburam, bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.